Heute zeige ich euch, wie ihr euren Fire TV Stick zu einer Retro-Konsole macht. Und ich würde mal sagen, los geht's! Ich habe vor 2 Wochen wieder mal ein Fire TV Stick Tipp-Video gemacht und da hatte ich euch vorgestellt, dass man den Fire TV Stick zu einer Retro-Konsole machen kann. Ihr werdet so 20 Minuten brauchen und wenn ihr alles richtig macht, dann funktioniert es auch echt klasse. Was braucht ihr dafür? Theoretisch eigentlich nur ein Android-Phone. Ich habe es jetzt noch nicht mit iOS gemacht, da gibt es nämlich eine bestimmte wichtige App nicht. Deswegen, das, was ich jetzt erkläre, ist vor allen Dingen für Android-User. Gut wäre es auch, wenn ihr einen Bluetooth-Controller hättet. Damit könnt ihr nämlich wesentlich besser zum Beispiel Super Nintendo oder Gameboy-Spiele spielen, als mit dem ganz normalen Remote, was ihr irgendwie mit dabei habt. Aber auch damit könnt ihr spielen. So, und starten wir direkt mal rein. Was müsst ihr machen? Als allererstes ladet ihr euch 2 Apps auf euer Smartphone. Die erste App nennt sich Apps to Fire und die zweite nennt sich RetroArch. Die könnt ihr ganz einfach im Play Store herunterladen. So, im zweiten Schritt braucht ihr euren Fire TV Stick. Hier geht ihr in die Einstellungen, dann auf Mein Fire TV, Netzwerk und dann habt ihr da die IP-Adresse stehen. Die schreibt ihr jetzt erstmal auf. Dann geht ihr in die Entwicklereinstellungen. Hier muss es ADB Debugging und Apps aus unbekannter Herkunft auch erlaubt sein. So, bevor es jetzt weitergeht, achtet darauf, dass euer Fire TV Stick und euer Smartphone im selben WLAN sind. Jetzt nehmt ihr wieder euer Smartphone zur Hand und öffnet Apps to Fire. Jetzt geht ihr auf Setup, gebt hier die IP-Adresse von eurem Fire TV Stick ein, drückt auf Save und jetzt sucht ihr in Local Apps die RetroArch App raus. Wenn ihr die auswählt, könnt ihr das Ganze installieren und jetzt wird diese App bei euch auf dem Fire TV Stick installiert. Jetzt ist quasi die App auf eurem Fire TV Stick, super gut. Jetzt braucht ihr aber noch die Spiele. Diese Spiele nennen sich ROMs und die sind, sagen wir mal, in der kleinen Grauzone drin. Das heißt, ich werde euch jetzt keine Webseite nennen, wo ihr die runterladen könnt. Ich habe jetzt zum Beispiel Super Mario Kart, Street Fighter 2, Bomberman 4 ist ein Spiel, was in Deutschland nie rausgekommen ist, was aber auf den Super Nintendo in Japan gab. Dann zum Beispiel auch Pokémon, die rote Edition. Und jetzt geht ihr auch wieder in Apps to Fire. Drückt oben rechts auf den Upload-Button. Dann sucht ihr den Ordner raus auf eurem Smartphone, wo die ROMs liegen. Und dann könnt ihr es einfach rüberschicken. Jetzt geht ihr wieder zum Fire TV Stick, verbindet euren Bluetooth-Controller. Wenn ihr nicht wisst, wie das genau funktioniert, geht gerne mal hier aufs i. Hier habe ich beim letzten Video ein kleines Tutorial dazu gemacht. Gerne nochmal anschauen. Und dann öffnet ihr die App RetroArch. Jetzt richtet sich die App selber erstmal ein bisschen ein, habt ein bisschen Geduld, dauert 2-3 Minuten und dann könnt ihr schon starten, einen Emulator zu installieren. Diese Emulatoren faken quasi eine Konsole. Die sind auch komplett legal. Es gibt hier eine Liste von verschiedenen Emulatoren. Dafür geht ihr auf Load Core, dann Download Core und dann sucht ihr zum Beispiel, wenn ihr Super Nintendo spielen wollt, den Emulator Nintendo-SNES und dann in Klammern SNES 9X. Habt ihr das schon mal installiert? Super auf jeden Fall, seid ihr ganz nah dran. Bevor ihr aber loslegt mit dem Spielen, guckt euch nochmal die Settings vom Controller an. Wie ihr das hier seht, einfach auf Input gehen und dann die Tasten nochmal richtig belegen. Es kann nämlich durchaus sein, je nachdem was für einen Controller ihr habt, dass die nicht richtig belegt sind und dann macht das Spielen wenig Spaß. Das auf jeden Fall erstmal abchecken. Und so startet ihr die Spiele. Ihr geht als erstes auf Inhalte laden, dann geht ihr auf Storage Emulated O. Hier sucht ihr dann nach Downloads und hier sollten dann die ganzen rübergeschickten Spiele zur Verfügung stehen. Da klickt ihr dann drauf und dann geht es schon los. Wie schon gesagt, wir haben jetzt verschiedenste Sachen mal ausprobiert. Street Fighter funktioniert super, Bomberman ist echt klasse. Dann gibt es zum Beispiel halt auch Sachen wie zum Beispiel Mario All-Stars mit Super Mario mit dabei. Da habt ihr direkt 6 verschiedene Mario-Spiele, was super cool ist. Und ihr habt auch Gameboy-Spiele, die super gut funktionieren. Zum Beispiel für die Leute in meinem Alter, so die klassischen
blaue und rote Edition. Theoretisch könnt ihr auch N64-Spiele spielen, wobei man hier sagen muss, erstens sind N64-Spiele wesentlich schwieriger zu emulieren. Das heißt, hier geht oft was schief. Und ich habe jetzt zum Beispiel mal Mario Kart 64 ausprobiert mit verschiedenen Emulatoren. Und das hat leider auf meinem Fire TV 4K-Stick nicht funktioniert. Ist ein bisschen schade. Muss man ein bisschen experimentieren. Ihr habt auf jeden Fall die ganze Welt der ganz alten, klassischen Retro-Konsolen zur Verfügung. Probiert es einfach mal aus. Es macht auf jeden Fall mega Fun. Wenn ihr hier zu diesem Thema noch mehr Infos haben wollt, schreibt es gerne mal in die Kommentare rein. Ich finde es irgendwie auch ein nettes Geschenk. Theoretisch kann man wirklich einen günstigen Fire TV Stick kaufen, einen günstigen Bluetooth-Controller und daraus eine kleine Retro-Konsole machen und dann einfach loslegen zu zocken. Donkey Kong spielen, die ganzen alten coolen Sachen. Und es gibt natürlich auch die ganzen Sega-Spiele und so. Es gibt so viele gute alte Spiele wie Yoshi's Island und Donkey Kong, wie gesagt, so richtig gute Jump'n'Runs, die einfach auch ihrer Zeit irgendwie voraus waren. Echt klasse. Also checkt das gerne mal aus. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit weiterhelfen und ihr habt Spaß damit. Wenn ja, dann hinterlasst uns doch einen Daumen und folgt uns, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und hier habe ich eine Playlist für euch mit den ganzen Tipps für den Fire TV Stick. Wie gesagt, wenn ihr Ideen habt für weitere Tipps, schreibt es gerne unten rein. Wir sehen uns, macht's gut und